Hallo alle zusammen. Heute erfährst du von mir, worauf es ankommt, wenn du im sandsteingebirge fotografieren möchtest. Wie du bei Instagram wahrscheinlich schon mitbekommen hast, war ich vor geraumer Zeit mit dem Erik und dem Nico im Elbsandsteingebirge unterwegs und ich habe dort wieder eine ganze Menge Erfahrungen machen können, die ich dir heute gerne mitgeben möchte, die dir vielleicht helfen, bei deinem nächsten Besuch besser zurechtzukommen bzw. im Vorfeld schon einige Dinge anders oder besser zu machen, als ich es getan habe. Du solltest dir im Vorfeld auf jeden Fall überlegen, wo du hinfahren möchtest. Das heißt also Willst du zu den Schrammsteinen? Möchtest du zur Basteibrücke? Möchtest du zum Winterberg? Oder, oder, oder. Such dir im Vorfeld auf jeden Fall aus, wo du hin willst. Mach dir gegebenenfalls verschiedene Punkte gleich ausfindig. Wenn du dort ein Wochenende hast, kannst du dir verschiedene Spots raussuchen und hast dann außerdem ein bisschen Zeit, die Gegend zu erkunden und vielleicht zu sehen, wo stehst du besser oder wo ist es ungünstig, wenn du fotografieren möchtest. Dann solltest du natürlich auch bedenken, dass deine Anfahrt anders zu planen ist. Wenn du dort bist oder wenn du von zu Hause ins Elbsandsteingebirge fährst, es gibt immer noch eine ganze Menge Baustellen, es gibt noch eine ganze Menge auch zu beachten dort vor Ort. Also wir hatten dort auch einige Umleitungen. Du solltest auf jeden Fall im Vorfeld Zeit einplanen. Das heißt also, wenn du dich verfährst oder wenn du keinen Parkplatz findest, ähm, dass du auch genug Puffer hast, um zu deinem Spot zu kommen, wenn du Fotos machen möchtest. aber ich sagen wollte: Vielleicht haben wir Glück und wir sehen noch ein Reh am Straßenrand. Genau. <laughs> vielleicht. Das heißt, wenn du zum Sonnenaufgang wohin gehen möchtest und dann meinetwegen 5 Uhr die Sonne aufgeht und du 5 Uhr dort sein möchtest, dann solltest du, wenn du eine Stunde läufst, wenigstens, ja, so gegen halb vier ungefähr loslaufen am Ort sozusagen, wo du parkst, damit du genug Zeit hast. So viel zum Vorfeld. Also, ich glaube, das ist klar. Es sollte auf jeden Fall gut geplant werden, wie du hinkommst und wann du dort loslegst. Das Wichtigste überhaupt ist natürlich aber auch zur Planung im Vorfeld auch das Equipment. Was setzt du ein? Und ich hatte hier meinen großen Rucksack von Rolle, Ich kann dir mal zeigen. Ich verlinke alle Produkte auch unter dem Video. Und der ist jetzt so groß, dass hier ganz bequem eine Kamera drin Platz hat. Ich drehe mal, so kannst du ihn vielleicht besser sehen. Genau. Und ähm, da passen bei mir jetzt ein oder zwei Kameras rein. Da passen noch ungefähr zwei bis drei Objektive rein, je nachdem, was du möchtest. Also wenn ich hier mit meiner Sony losziehe, mit meiner Sony A7R2, ich kann es mal kurz zeigen, dann passt die wunderbar rein mit dem 28er dran. Das ist ultra kompakt und klein. Und dann passt hier noch ein Tele mit rein. Und wenn du magst, einen Weitwinkel, aber da komme ich gleich noch dazu. Da war immer noch genug Platz für eine Flasche zu trinken und für etwas zum Essen. Also, der war ausreichend für mich. Es geht aber auch kleiner, wenn du ein anderes System hast, wie zum Beispiel MFT oder APS-C. Da reicht dann auch ein kleinerer Rucksack. Zum Thema Equipment möchte ich gleich sagen: Es kommt sehr darauf an, was du fotografieren möchtest und wie deine Art der Fotografie ist. Das heißt also, wenn du eingeschworen auf Olympus bist oder auf Vollformat oder APSC oder Mittelformat, dann wirst du dementsprechend wissen, wie viel Equipment du mitnehmen musst. So, und wenn wir uns dann über die Frage unterhalten, was genau sozusagen im sandsteingebirge am besten einzusetzen wäre, dann kommt es auch wieder darauf an, was deine Art und dein Stil in der Fotografie ist. Ich bin im Map-Sandsteingebirge kein Fan von Ultraweitwinkelobjektiven. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Ultraweitwinkelobjektive da eher weniger sinnvoll sind, weil es einfach jetzt nicht so. Ein krasses Tal dort hat wie den Alpen, beispielsweise oder am Königssee. Ähm, da sind solche Objektive wunderbar. Ich setze dann gerne das 28er ein, ich kann das noch mal zeigen. Da habe ich ein Video zu gemacht. Wenn du das nicht kennst, schau mal in meine Playlist rein, da ist das drin. Was du natürlich auch auf jeden Fall dabei haben solltest, das wäre auf jeden Fall ein Teleobjektiv. Ich kann das mal zeigen. Also, das muss kein Blende 2.8 Objektiv sein, das kann auch ein Blende 4 Objektiv sein oder ein Blende 5.6 Objektiv. Denn im Web willst du typischerweise nicht ständig freistellen. Ein Teleobjektiv, ganz einfach deshalb, weil du mit Sicherheit auch die Felsen oder die einzelnen Formationen der Felsen mal ein bisschen ranholen willst. Und ich glaube, ich sage das nochmal an der Stelle ganz klar, du brauchst im Web keine lowlight starken Objektive durchgehend. Natürlich wirst du dich auch dann fragen, okay, muss ich jetzt zwei, drei Objektive mitnehmen? Ähm, nein, natürlich nicht. Du kannst auch mit einem ganz einfachen reise objektiv so heißen sie umgangssprachlich die 24 105-Objektive oder bei Nikon 24 120. Der Erik Mack hat auch so eins, Grüße gehen raus, für Nikon, für den Nikon F-Mount. Und er sagte auch, dass es eigentlich sehr convenient ist und dass er mit dem Objektiv wunderbar. Alles soweit einfangen konnte. Dann kommen wir gleich noch zu etwas, was auch sehr wichtig ist, was viele vergessen, und zwar das Wetter. Also wir hatten zum Beispiel das Pech, dass wir einen Tag komplett im Regen standen. Wir sind trotzdem gewandert, haben trotzdem unsere Fotos gemacht, aber das war natürlich fürs Equipment jetzt nicht unbedingt das beste Wetter, was wir gebrauchen konnten. Und wenn du jetzt losziehst und hast zum Beispiel eine, ich kann es noch mal zeigen, eine APS-C-Kamera zum Beispiel die EOS 200D, die Jetzt nicht wirklich prädestiniert dafür ist, dass sie wunderbar Wasser abhält, dann kann das zum Problem werden. Achte darauf, dass dein Rucksack dann auf jeden Fall wasserfest ist. Wenn nicht, gibt es auch wunderbare Schutzhüllen, die man drüber ziehen kann. Die kosten nur ein paar Euro und dann kannst du deine Fotos machen und packst sie dann weg und dann ist sie wieder geschützt vor dem Wasser. Ich hatte dabei die Sony. Ich kann das nochmal kurz zeigen. Die Sony war jetzt nicht unbedingt das beste Equipment dort am Spot. Es geht. Also die Kamera war auch ordentlich nass und stand quasi auch nur im Dauerregen bei der Benutzung. Aber wir hatten auch dabei die Olympus, die OMDEM 5 Mark 3 und die ist natürlich wunderbar abgedichtet gegen alles was Wasser, Staub und ja so die Elemente sind draußen im Wetter. Äh, meine 5D Mark 4 könnte das genauso ab, wenn dementsprechend die Gläser dran sind, die auch abgedichtet sind. Bei Canon sind das meistens die L-Gläser mit dem roten Rand. Die Sigma Objektive haben glaube ich auch einen Spritzwasserschutz. Je nachdem was für ein Modell. Macht sich auf jeden Fall im Vorfeld schlau, ob deine Objektive dafür geeignet sind und wenn nicht, trifft dementsprechende Vorkehrungen. Zum Thema Speichermedien. Da kann ich dir auch gleich sagen, nimm genug Speicherkarten mit. Das ist das Case, was alle Fotografen haben, also alle, alle Landschaftsfotografen. Das kostet furchtbar wenig. Ich glaube so um die 8-9 Euro beim Ebay oder beim Amazon und ich verlinke das auf jeden Fall unter dem Video. Ich habe die Erfahrung gemacht dass dieses Case wunderbar abdichtet und quasi deine Karten schützt. Nimm sowas mit, investiere die paar Euro auf jeden Fall zum Schutz deiner SD-Karten. Und Grüße gehen raus an alle Drohnenfotografen. Ihr könnt eure Drohne natürlich zu Hause lassen, denn im Elbsandsteingebirge habt ihr größtenteils Naturschutzgebiete, wo natürlich das Fliegen mit der Drohne verboten ist. Und ich empfehle auch jedem, es gar nicht erst zu versuchen, ähm, weil das Ganze einfach furchtbar teuer wird. Und äh, ja, wenn du gesehen wirst, das musst du nicht haben, mach es nicht zum Schutz der Natur, zum Schutz der Tiere und äh, einfach auch dem Respekt gegenüber der Tiere solltest du auf jeden Fall deine Drohne zu Hause lassen. Egal was deine Karten sagen, egal was deine Maps, deine Drohnen-Maps auf deinem Handy oder deinem Tablet sagen, wo du fliegen möchtest, auch wenn die Gebiete nicht rot sein sollten. Wer zum Thema Naturschutzgebiete und zum Thema Fotografieren, Drohne fliegen noch ein paar Fragen hat, der kann gerne mal bei dem anskar Lenzen vorbeischauen. Grüße gehen raus. Auch ihn verlinke ich unter diesem Video. Er hat zu diesem Thema einige Beiträge in seinen Posts auf Instagram schon geschrieben, beziehungsweise hat er mit Lea gemeinsam auch einen interessanten Podcast. Und auch wir hatten uns schon einmal darüber unterhalten. Wer es nicht kennt, schaut einfach mal rein bei meinem Podcast oder bei Anska auch. Und da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge zu erfahren. Jetzt haben wir die Antwort besprochen, das Equipment und worauf du achten solltest. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was dein Geschmack ist und was du machen möchtest. Du kannst im Sandsteingebirge immer noch, auch wenn es schon sehr überlaufen ist, wunderbar Ecken entdecken, die noch niemand weiter sozusagen gesehen hat im Sinne von das waren noch nicht viele Leute dort. Du kannst dort auch wunderbar mit deinem Hund spazieren gehen. Du kannst dort wunderbar mit der Familie auch tolle Tage verbringen. Das empfehle ich wirklich jedem, wenn du losziehst und suchst dir ja Spots raus wie zum Beispiel die Schrammsteine. Ja, dort hast du teilweise Steigeisen. Das geht auch noch ohne Sicherung, aber das ist dann schon etwas anspruchsvoller im Sinne von du solltest trittsicher sein. Und wenn du kleine Kinder hast oder Hunde hast, ist es meistens nicht geeignet, sie mitzunehmen. Also da schau bitte im Vorfeld, bevor du enttäuscht bist und dann hinfährst, dir den Weg machst am Morgen und dann ja nicht hochkommst, weil es zu gefährlich ist für deine Begleitung. Achte bitte im Vorfeld darauf und lies vor allem auch noch die Blog-Einträge der verschiedenen Internetseiten, die sich damit befasst haben. Auch da kann ich einen Tipp herausgeben und zwar der Erik Friese. Das ist der Local dort. Grüße gehen raus. Er hat uns wunderbar durch das Gebiet geleitet. Er hat quasi zu jedem Spot eigentlich einen Tipp, beziehungsweise auch Anmerkungen, worauf es ankommt. Wenn ihr da Fragen habt, ähm, ihn verlinke ich auch unter diesem Video. Schreibt ihn mal an. Er ist eigentlich ein cooler Typ. Er hat auf alles auf jeden Fall eine Antwort und ich glaube, er ist nicht abgeneigt, wenn du eine Frage hast, die auch zurück zu antworten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest in dem Video ein bisschen was mitnehmen. Wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an. An im Nachhinein und ansonsten bleibt mir nichts anderes als zu sagen vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Den ausgedruckt habe Okay, gut. Also <laughs> check check 1 2 Hallo alle zusammen, hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute erfährst du von mir, worauf du achten sollst. Nein, nochmal.